Zerstörte Städte überall. Wie kann man diesen Planeten nur so lieben, wie er ist? Los geht's. Okay, was für eine Waffe habe ich gerade in der Hand? Ich habe die Madhawk in der Hand. Warum nicht? Ist vielleicht gegen die Kroganer gar nicht so schlecht. Legen wir mal los. Halt, Waffenspind. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Warum gibt es einen Waffenspind direkt am Start des Levels? Das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, man hat sich doch gerade erst ausgerüstet eigentlich. Beziehungsweise hat gerade erst gesagt, was man haben will. So, haben wir hier vielleicht schon irgendwo... Irgendwo auf der Mission liegt der Ansaugspind drin. Okay. Den können wir mal wegwerfen. Und auch diesen da. Noch ein kleiner Warp hinterher. Und dann kann Modin mal ein bisschen Verbrennung üben. Oh. Ja, das war nicht so heldenhaft. Mal in die Barriere reingefeuert. Okay, hier drüben ist nichts mehr, ne? Nee. Okay. Weiter vorgestoßen durch die Bresche hier. Gut. Hat funktioniert. Ah, wieder Baron. Jetzt kommt das Kleinvieh. Aber auch das macht Mist. So, haben wir die auch weg? Gibt es denn ja eigentlich mal irgendwie Muni oder so? Also nicht, dass ich jetzt schon in argen Nöten wäre, aber so ein bisschen was wäre schon nicht schlecht. So, sind das Watcher? Ich glaube schon, ne? So. Die werden ja auch bloß als Haustiere angesehen, wie wir schon gehört haben. Die sind Warren, die nicht so viel auf dem Boden kacken und die laufen können und Waffen bedienen können. Das ist alles. Ganz so extrem würde ich es vielleicht nicht sehen, aber wir wissen auch, Watcher sind nicht die hellsten. Gut. Bleiben wir mal hier in Deckung. Oh. Das war nicht so heldenhaft. Oh. Einer ist erledigt. Und dann stoßen wir mal weiter vor. So, den stoßen wir mal lieber ein Stück zurück. Oh, schön. Oh, jetzt kommen schon die ersten Kroganer hier. Da wird's interessant. Gut. So, Kroganer entfernt sich. Und breakdanced eine Runde. Wow. Cooler Move, Junge. Cooler Move. Musst du mir bei Gelegenheit mal mit beibringen. So, der ist weg. Und, okay, geht gerade nicht. Dann machen wir mal hier den Warp vom Thane. Das ist eigentlich ein ganz cooles Team mit den beiden. Solange man keine Schilde hat. Als Rüstung der Gegner. Aber ich glaube, das müssen wir hier nicht befürchten. Deswegen klappt das so wunderbar. Halt, was haben wir da? Ach, bloß Iridium. Ich dachte, wir hätten hier schon den Ansaugstutzen, aber nein, den gibt es hier noch nicht. Wow! Modin! Musst du immer so rumschlachten? Das gibt doch Sauerei! So, haben wir den in Stücke gerissen. Alter, müsst ihr die immer so zerlegen? Die armen Kerle, ihr müsst die doch nicht in Fleischstücken zerreißen. Was haben die euch denn getan? Naja, ich gehe ja schon. Ah, davon ist der Ansatzstück. Alles klar. Haben wir den auch schon gefunden? Wisst ihr mal, das geht relativ fix hier. Und wir sind schon ganz in der Nähe vom Krankenhaus. Oh, ist schon hinüber. Wo ist denn der... Hä, wo ist denn der Kroganer? Ah, ist gar kein Kroganer, okay. Ups. Den hat's zerhauen. Okay, hier ist der... Der Ansaugstutzen ist eine gebrochene Achse, das ist merkwürdig. Na gut, von mir aus. Wir haben den Ansaugstutzen gefunden und können damit den Mechaniker eine große Freude machen im Ordnet-Clan.
Aber wir gehen natürlich erstmal weiter. Warte mal. Erstmal wegräumen hier. Okay. Die Tür ist abgeschlossen. Wahrscheinlich dachten sich die kroganischen Blitzmerker, dass sie damit unglaublich toll geschützt werden. Aber nee. Nicht, wenn wir kommen. Das gehört zusammen. Und die noch. Los geht's. Umfunktioniertes kroganisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Genau wie Kroganer-Leichen. Was ist mit dem hier? Diese Leiche. Ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt. Opfer von Experimenten. Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener. Vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte. Genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee... Scheiße, das wollte ich nicht wählen. Aber selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Das wollte ich eigentlich gar nicht wählen, weil es so unglaublich menschzentriert ist, dass... Ach, nee. Also natürlich macht man das nicht, aber man macht es genauso wenig mit allen anderen Spezies da draußen. Man macht einfach keine skrupellosen Experimente an irgendwelchen Individuen. Es ist, ach, ich finde es auch bei Tierversuchen schrecklich. Das macht man einfach nicht, sowas. Ich weiß, bei vielen Forschungen lässt sich es gar nicht vermeiden. Es gibt ja auch sowas wie Diabetesforschung und so, wo man natürlich, da ist es sogar so, dass bei Mäusen hauptsächlich geforscht wird, wenn es dann in die Erforschungsphase für Säugetiere geht. Und da wird tatsächlich sogar Mäusen bewusst eine Diabetes zugeführt. Also die werden bewusst krank gemacht, sodass sie Diabetes haben, damit die dann quasi bearbeitet werden können und man das dann untersuchen kann oder damit man die Pankreas dann untersuchen kann. Das ist ziemlich grausam, finde ich, aber ich verstehe auch, dass das anders wahrscheinlich gar nicht geht. Es ist trotzdem nichtsdestotrotz unethisch, finde ich. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als Sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebeproben. Komplizierte Tests an Varen durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel. Habe sie nie gebrochen. Ist auch eine interessante Grenze, muss ich sagen. Dann kannst du aber manche Menschen auch nehmen dafür. Ach Quatsch, jetzt nehme ich das schon wieder. Mensch. Aber selbst nie. Ja, das hat man doch schon. Dass Organe Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Nein, Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen gleich wieder drauf gedrückt. Habe sie nie gebrochen. So. Wäre etwas, das auf T'Chanka lebt, nicht sinnvoller? Varen vielleicht? Ja, Experimente mit Menschen nur für grundlegende Konzepttests sinnvoll. Später in der Entwicklungsphase wird vermutlich Fauna von T'Chanka selbst verwendet. Vernünftig, Varen erst einzusetzen, wenn es notwendig ist. Sehr kräftiger Biss. Naja. Was können Sie nach einem Blick auf die Leiche über Ihre Experimente sagen? Position der Tumore legt nahe, dass Nebenniere und Zirbeldrüse bewusst zur Mutation angeregt wurden. Hormonwerte wurden modifiziert. Angriff gegen von der Genophage befallene Drüsen. Clever. Glauben Sie, Sie werden die Genophage bald heilen können? Kann ich nicht sagen. Brauche mehr Daten. Strukturschaden minimal. Genophage verändert Hormonwerte. Reparatur mit hormoneller Gegenbehandlung durchaus möglich. Experimente. Ach Mensch, jetzt habe ich das schon wieder. Warum verschwindet das nicht mal? Das nervt mich dort unglaublich. Jetzt habe ich da schon dreimal drauf gedrückt und ich wollte es eigentlich gar nicht benutzen. Okay, die genetische Vielfalt hatten wir noch nicht, fällt mir gerade auf. Inwiefern sind Menschen genetisch vielfältiger? Variantenreicher, Gipfel und Täler, Mutationen, Anpassungen. Viel mehr als bei anderen Lebensformen. Dadurch sind Menschen geeignete Testobjekte. Mehr Reaktion bei weniger Stimulus. Gut. Ich weiß, dass wir alle sehr unterschiedlich aussehen. Aber auch Asari haben zum Beispiel viele verschiedene Hauttöne. Nein, äußere Erscheinung ignorieren. Der genetische Code zählt. Biotikfähigkeiten, Intelligenzquotient. Asari oder Korgana ermöglichen ergebnissichere Rückschlüsse. Menschen für derlei Beurteilung zu vielfältig. Jede Spezies hat natürlich Grenzfälle. Genies, Schwachköpfe. Aber menschliche Wahrscheinlichkeitsverteilung insgesamt weitaus vielfältiger. Interessant. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen.
Müssen zu Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. So, und ich habe endlich das Gespräch beendet, indem ich immer wieder auf eine Gesprächsoption gekommen bin, die ich nicht haben wollte. Welch ein Gräuel. Gut. Also, es werden hier offenbar selbst Menschen, wo auch immer sie die herholen, gebraucht, um die Experimente durchzuführen. Was genauso grausam wäre, wie wenn sie Salarianer dafür nehmen würden. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans, Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Ich glaube nicht, mein Freund. Kroganer lassen normalerweise niemanden einfach so gehen. Was hat der Verloc-Clan vor? Wenn sie jetzt abziehen, können Sie Ihren Kindern erzählen, dass Sie den Verloc-Clan gesehen haben, bevor unser Bloodpack die Sterne erobert hat? Halten Sie die Art noch für beeindruckend? Sie sind bemitleidenswert. Verloc Gold wird Sie vernichten. Der Salarianer wird die Genophage heilen. Und der Verloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Mählen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Die Genophage, wirklich? Das ist ja grausam. Naja, was soll's. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mensch. Sie verstehen gar nichts. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Den Kroganern wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Die halbe Galaxie betrachtet die Kroganer als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Wir haben das Bloodpack und wir haben den Salarianer. Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Kroganer. Und aus den kroganischen Rebellionen wird das kroganische Reich. Die überlebenden Spezies werden ihren Kindern Schreckensgeschichten darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stürzt. Wir werden die Salarianer als Sklaven halten und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den ersten gehören, die wir zertreten. Für Verloc Gold! Angriff! Sie haben uns gesehen. Los geht's. Ich wollte sie nicht gleich zerlegen, weil das natürlich mal wieder eine böse Tat gewesen wäre. Was eigentlich aber ziemlich sinnlos ist, weil wir sie jetzt sowieso angreifen. Aber gut, was soll's. Los geht's. Noch ein bisschen mit der Madlock ins Gesicht. Da hat auch ein kroganischer Schädel nicht mehr viel entgegenzusetzen. Auch die Schädelplatte hält nicht ewig aus. Vor allen Dingen nicht, wenn wir mit der Madlock reinballern. So, erstmal die weg und jetzt kann ich mich wieder hier hinstellen. So. Vielleicht sollte mal jemand den Typen wegräumen, so dass ich nicht selbst aus der Deckung gehen muss. Okay. Und damit herrscht schon Ruhe. Ging ja schnell. Mensch. Ja, nee, aber die Forschung an den Menschen, das zeigt auch, die haben halt hier sehr gewissenlose Forschung betrieben. Und ja, letztendlich kommen sie dadurch schneller zu Ergebnissen, sicherlich, weil sie dann halt die genetische Vielfalt der Menschen benutzen können. Die Frage ist bloß, sind Ergebnisse denn wirklich alles? Und da kann ich natürlich ganz klar sagen, nein, Ergebnisse sind nicht alles, sondern auch die Art und Weise, wie man zu ihnen kommt, ist entscheidend. Und wenn man dafür skrupellose Experimente macht, die irgendjemanden wehtun, dann kann man das nicht gutheißen, das Ganze. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Okay, nächster Bereich. Es werden wieder Gegner kommen. Da können wir uns sicher sein. Komme ich hier hoch? Ja, sehr schön. Okay, schauen wir uns die Daten mal an. Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich.
Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Morden. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Viel schwieriger. Arbeit innerhalb der Grenzen der bestehenden Genophage. Hundertfach komplexer. Fehler nicht akzeptabel. Könnte totale Sterilität und bösartige Tumore verursachen. Könnte sogar Effektivität vermindern. Schlimmer als nichts zu tun. Mussten Kroganer-Population stabil halten. Einer von tausend. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Und optimale Verzweiflung, die die Kroganer zu noch wahnsinnigeren Viechern macht, die in den Krieg ziehen und rumwüten wie die Bescheuerten. Sie behaupten also, sie hätten ebenso viel Mühe darauf verwendet, dass die Population nicht absinkt? Ja, hätten Kroganer ausrotten können, kein Problem. Mehr Mutation schwächt die genetische Struktur noch stärker. Haben uns dagegen entschieden. Auslöschung der Rachni tragisch. Sollte sich nicht wiederholen. Jedes Leben wertvoll. Universum braucht Vielfalt. Ja, jedes Leben wertvoll. Und letztendlich machst du aber nichts anderes, als Leben zu verhindern bei den Kroganern, wenn du sie halt so sehr in ihrer Fruchtbarkeit einengst. Reden Sie es ruhig schön, aber es geht um den Mord an Millionen von Lebewesen. Nein, habe niemanden ermordet. Fruchtbarkeit wurde modifiziert. Ausbildung des Nervensystems im Fötus unterbunden. Habe viele getötet, Shepard. Mit vielen Methoden. Schusswaffen, Messer, Drogen, Tech-Angriffe. Einmal mit Landwirtschaftsmaschinen. Was? Aber niemals mit Medizin. Mit Landwirtschaftsmaschinen? Morty, du machst mir Angst, muss ich sagen. Ja, okay, davon kann man halten, was man will. Es ist letztendlich auch irgendwo die Thematik mit der Abtreibung, ne? Sieht man das als Mord an oder nicht? Es ist natürlich schwierig zu beantworten. Ich würde es jetzt auch nicht als Mord bezeichnen. Letztendlich tötest du damit aber eine komplette, also nicht mit einer Abtreibung. Das ist, ich meine, das ist ja auch reguliert, wann man abtreiben darf, ne? Oder, naja, was heißt reguliert? Also, man wird nicht einfach so zur Abtreibung gezwungen, beziehungsweise es gibt gewisse Gründe, in denen eine Abtreibung durchaus berechtigt ist, wenn ein Kind zum Beispiel durch Vergewaltigung entstanden ist oder sowas. Aber das hier ist ja nochmal was ganz anderes, weil das quasi eine dauerhafte, rassenweite Abtreibung ist, die fast immer wirkt. Also das ist ja, man löscht damit das Volk fast aus und es ist klar, dass man damit dann auch unglaubliche Verzweiflung hervorruft und die damit erst recht zu unkontrollierbaren Bestien macht. Vielleicht wären sie gar nicht so schlimm, wenn man sie denn vernünftig behandeln würde. Natürlich, jetzt sind sie auf jeden Fall so sozialisiert, dass sie nur für den Krieg leben können. Aber T'Chanka war mal eine vernünftige, lebendige Welt, die auch grün war. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Morden. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Oh, das hatten wir schon, Verzeihung, aber ja. Fehler nicht hatten wir schon, stabil halten. Verzeihung. Einer von tausend. Wie war die Arbeit im Projekt zur Modifizierung der Genophage? Die besten Jahre meines Lebens. Mit neuen Ideen aufwachen, beim Frühstück darüber sprechen, den ganzen Vormittag experimentieren. Nachmittags statische Analysen, vor dem Abendessen neue Simulationen starten, Datendurchläufe während der Nacht. Lachen, Ego, Diskussionen, Leidenschaft. Das größte Problem der Galaxie lösen mit unbegrenzter finanzieller Unterstützung. Wir bekamen alles, was wir anforderten. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren früheren Teamkollegen? Nein, mit der Freisetzung änderte sich alles. Habe Testfreisetzungen bei isoliertem Kroganer-Clan durchgeführt. Die Resultate waren positiv. Dann erfolgte Freisetzung auf dem Rest von T'Chanka. Ende des Projekts, Wege trennten sich. Habe Ende beobachtet, absinkende Geburtenrate. Persönlich, privat, für Team nicht geeignet. Sie waren wohl ziemlich wichtig. Wie kam es dazu, dass Sie auf Omega Leiter einer Klinik wurden? Wollte Leute heilen. Viel erreicht in den letzten 10 Jahren. Etwas Leichtes, ohne ethische Bedenken. Verstehe Argumentation für modifizierte Genophage. Richtige Entscheidung. Aber manchmal immer noch Schlafstörungen. Und wir hören, Mordin kommt definitiv nicht so gut damit klar, wie er immer tut. Er sucht zwar die Rechtfertigung, aber letztendlich weiß er, irgendwie war es doch falsch, was er getan hat, ne? Gut, die Ergebnisse hatten wir das jetzt schon. Ich weiß gar nicht, war das jetzt das? Wie können Sie dem Einsatz der Genophage zustimmen, Morden? Sehen Sie doch, was dadurch aus T'Chanka geworden ist. Lage von T'Chanka nicht Ergebnis der Genophage. Nuklearer Winter von Kroganern verursacht. Lange vor Kontaktaufnahme der Salarianer. Entscheidungen der Kroganer. Verweigerung von Waffenstillstand während der kroganischen Rebellionen.
Expansion nach den Rachnikriegen, Zersplitterung nach der Genophage. Genophage medizinisch, nicht nuklear. Viren verursachen keine Krater. Schadensursache sind Kroganer, nicht Salarianer, nicht ich. Dennoch sind sie für die Resultate auf Tuchanka verantwortlich. Sie haben das Virus verbessert, wegen dem sie Barbaren geblieben sind. Kroganer haben Kriegsverbrechen begangen, Verhandlungen verweigert. Niederlage gegen Turianer nicht endgültig. Kroganer hätten sich erholen und erneut angreifen können. Konventioneller Krieg zu riskant, kroganische Streitkräfte zu stark. Genophage war einzige Option. Kroganer haben Genophage provoziert, wir oder sie. Werde mich für Sieg nicht entschuldigen, hätte friedliche Lösung vorgezogen. Wenn die Kroganer sich also zusammentun und eine gemeinsame Regierung bilden würden, fände das ihre Zustimmung? Ja, vereinte Kroganer haben Galaxie gerettet und Rachni vernichtet. Genophage keine Bestrafung, modifiziert einfach Fruchtbarkeit als Korrektiv der Entfernung aus feindseliger Umwelt. Naja, wenn man es so sehen will, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, das mit der Verzweiflung, die dadurch hervorgerufen wurde, ist trotzdem nicht vom Tisch zu wischen. Andererseits stimmt es schon, dass die Kroganer, wenn sie nicht unter einer geeinten Führung vernünftig regiert werden, durch ihr feindseliges Naturell, ihr kriegerisches, auch verdammt gefährlich sein können. Das stimmt schon. Und was sie mit ihrem Planeten angerichtet haben, haben wir ja gesehen. Dennoch bleibt festzuhalten, wenn sie hier in Massen auf ihrer eigenen Welt gelebt hätten, so wie sie aussieht momentan, die Ressourcen hätten es ja gar nicht hergegeben, dass viel mehr dort gelebt hätten, dann hätten sie vielleicht auch ein weitaus stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt, dass sie viel ressourcenschonender arbeiten müssten. Es geht ja auch uns Menschen so. Man hat erst angefangen zu begreifen, dass man ressourcenschonend mit der Natur leben muss, als man an den Punkt gekommen ist, dass man erstens die ganze Welt überblicken konnte mit all ihren Ressourcen, die noch zur Verfügung stehen, und zweitens die Population der Menschen jetzt auch so groß geworden ist, dass man wirklich darauf achten muss, weil sonst eben die Nachhaltigkeit irgendwann nicht mehr gewährleistet ist und dadurch nicht mehr genug Ressourcen für ein Überleben aller zur Verfügung steht. Das sehen wir jetzt schon teilweise in Afrika mit dem Wasser oder auch dem Essen. Also ich glaube, dass auch eine Überpopulation auf einem Planeten dazu führt, dass man ein Bewusstsein für sein Miteinander mit der Umwelt entwickeln kann. Das haben die natürlich nie gehabt. Also bei denen hat sich alles in eine ganz andere Richtung entwickelt, und durch die Entwicklung der Genophage überhaupt erstmal im Ursprung, ja, hat man natürlich auch diesen Rachegedanken bei den Kroganern eingepflanzt. Irgendwann würden sie sich sicherlich dafür rächen wollen, wenn sie niemand davon abhält und auf eine andere Schiene bringt. Auch wenn man das jetzt nicht so offen hört, aber ich denke, das wird einfach so sein. Denn die werden nicht vergessen haben, wer ihnen das angetan hat. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Okay, los geht's. Ziehen wir weiter. Ich kann andererseits natürlich auch verstehen, dass die Zwangslage, als die Genophage dann nachgelassen hat, letztendlich dazu geführt hat, dass sie doch die ganze Sache nochmal erneuern mussten. Moment, ich schau mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen geradeaus, also gehe ich da nicht lang. Dass sie das nochmal erneuern mussten. Also, ich verstehe Mordin irgendwo auch. Das Problem ist einfach, dass nach der einmal geschaffenen Grundsituation, dass die Kroganer garantiert unglaublich pissig auf die Turianer und die Salarianer wären, dass sie dann natürlich sich auch rächen würden, wenn ihre Population sich von alleine wieder verbessert oder erhöht. Und dann müssen sie jetzt natürlich nochmal korrigieren, das Ganze. Für Mordin war es außerdem eine Herausforderung, das Ganze war wissenschaftlich gesehen die schönste Zeit für ihn. Und es ist halt nur, wir haben auch gemerkt, es geht nicht komplett an ihm vorbei, er hat trotzdem seine Gewissensbisse und kann immer noch manchmal schlecht schlafen. Toter Kroganer, weiblich, Tumore deuten auf Experimente hin, keine Fesselung, eine Freiwillige. Stichwort Verzweiflung. Sterile Warlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten, aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Und ich muss auch sagen, das ist eine indirekte Tötung durch die Genophage gemacht und dann auch diejenigen, die sie verbessert haben. Denn all diejenigen, die durch die Verzweiflung dann sich freiwillig zu Experimenten hergegeben, für Experimente hergegeben haben und dabei gestorben sind, die sind ja im Prinzip indirekte Opfer der Genophage-Forschung. Finde ich zumindest. Also es ist natürlich kein direkter Mord, aber ich finde, letztendlich geht es auch auf das Konto derer, die Genophage hergestellt und dann verbessert haben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein,
Ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Hier mag ich Mordin unglaublich, weil er dann doch richtig mal Gefühle zeigt. Und er hat's gesagt, auch wenn das dann wieder abgestritten hat, aber es war ursächlich. Genau das war es. Die Genophage war die Ursache für das hier alles. Und das muss er sich trotzdem vorhalten, auch wenn es nicht direkt war. Sie haben doch nicht geglaubt, dass die Kroganer sich zurücklehnen und die Genophage einfach weiterwirken lassen, oder? Vermutlich nicht. Trotzdem ein unangenehmer Anblick. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Mordin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander. Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten. Viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Kroganer, schrecklich, tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Er vergegenwärtigt sich das schon, dass er es auch verursacht hat, aber wir hören auch immer wieder, wie er wiederholt, dass er nicht daran schuld ist direkt. Das ist halt auch das Zeichen dafür, es beschäftigt ihn und er weiß es eigentlich, dass er doch dafür zur Rechenschaft zu ziehen ist normalerweise, dass er daran mit schuld ist. Aber er versucht sich halt immer wieder einzureden, dass es nicht so ist. Also er wird unglaublich von Gewissensbissen geplagt, auch wenn er das nicht offen zugibt. Können Sie der Leiche irgendwelche Informationen entnehmen? Minimale Erkenntnis über die Experimente. Gentherapie. Gutartige Mutation wurde angestrebt. Bei großem Krebsrisiko. Kroganische Forscher skrupellos. Setzen für neue Daten Frauen des eigenen Clans aufs Spiel. Widerlich. Kurzsichtig. Falsch. Und verzweifelt. Für mich ist das Infizieren einer ganzen Spezies mit einer Seuche, die unfruchtbar macht, nicht viel besser. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, kroganische Rebellionen. Alles deutete auf Aggression durch Kroganer. So viele Simulationen. Effekte des Populationswachstums bei Kroganern. Alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung. Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Kroganern retten, Kroganer vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Kroganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Kroganern anders. Unwirtliche Umwelt. Möglichkeit zur Flucht. Kampf. Hätte Tuchanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Das ist die fatalistischste Ansicht dessen, was passieren hätte können, die es gibt. Ich meine, natürlich ist sie nachvollziehbar, weil die Kroganer ein bisschen anders ticken. Aber trotzdem, man kann nicht davon ausgehen, dass das wirklich so gekommen wäre. Du bist kein Hellseher. Und vielleicht steckt in den Kroganern mehr Gutmütigkeit, als man vielleicht denken möchte. Sie waren also bereit, eine ganze Spezies auf der Basis einiger weniger Simulationen zu sterilisieren? Ja, Millionen von Daten lagen vor, jahrelange Diskussionen, zahllose Szenarien. Alle hielten Zersplitterung der Kroganer für gefährlich. Keine vereinte Kultur zur Stützung der Wiederbevölkerung. Es hätte Krieg gegeben. Turianer und Menschen hätten Kroganer endgültig vernichtet. Genophage war besser, hat Leben gerettet. Sehen Sie sich die tote Frau an, Mordin. Die haben Sie wohl nicht gerettet. Nein, sieht nicht so aus. Habe mit verfügbaren Daten gearbeitet. Einzige Option. Sonst keine mögliche. Ist nicht mehr wichtig. Ich glaube, das fällt auch ihm schwer an der Stelle zu erkennen, dass er letztendlich vielleicht auch aus Hochmut, weil er eben so ein brillanter Wissenschaftler ist, vielleicht falsch gehandelt hat. Das ist nämlich auch was ganz vielen Wissenschaftlern, vor allem Naturwissenschaftlern, schwerfällt, auch zu erkennen, dass ihr Ego manchmal vielleicht zurückgestellt werden muss gegenüber dem Menschsein. Weil viele Wissenschaftler sich aus irgendeinem Grund für Halbgötter halten. Weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil sie die Geheimnisse der Natur ergründen oder sowas, keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund gibt es verdammt viele Naturwissenschaftler. Das ist wertvoll.
die sich für ach so erhaben halten. Und das ist dann auch ein Reifungsprozess, den Mordin erstmal durchmachen muss vielleicht.